willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin auf dem Pachtfeld am Dreschen. Muss mal gerade gucken, was unser anderes Feld sagt. Aber das wird gerade noch geunkrautet. Müssen wir dann eigentlich auch noch düngen. Aber ich muss mich hier beeilen, sehe ich gerade. Ja, wobei wir haben noch ein bisschen Zeit. Nee, haben wir nicht. Wir müssen Gas geben. So, wie gesagt, 21.000 Liter haben wir. Ich brauche eigentlich die komplette Ernte, um annähernd die Kosten zu decken. Zwei Ernten habe ich ja mit der Pacht. Außer der Sojapreis, der steigt dann. Wenn der auf 1.000 steigen würde, dann wird mir eine Ernte reichen, um die Kosten zu decken. Mein ganzer Wochenplan ein bisschen durcheinander geworfen. Wollte ja eigentlich diese Woche noch im Pfosten ein bisschen wieder was arbeiten. Zumindest ein paar Paletten aufräumen. Aber nix war's. Ja, ich denke, durch die Ernte hier machen wir einen ganz guten Schnitt. Vor allem kann ich ja dann nochmal anpflanzen. Was habe ich denn eigentlich auf mein Feld drauf gemacht? Mohn, ja. Da wird man hier wahrscheinlich Dinkel oder Roggen dann anpflanzen. Und der Drescher muss tatsächlich nach der Ernte in Service. Eieiei. Volker Varuna, hallo. Hallo Volker, Diesel hier. Moin. Moin. Bitte eine kleine Frage an dich. Sag an. Du weißt ja, der Jürgen hat sich ja mit den Blaubeeren zusammengeschlossen, ne? Was hältst du davon, wenn wir zwei uns auch zusammenschließen? Mit welchem Sinn und Verstand? Sinn und Verstand? Du wärst dann der Leiter von meinem Hof. Das läuft dann alles über dein Kommando. Was hast du davon? Also somit hättest du. Also wir hatten dann beide eine Win-Win-Situation. Du hättest auch wieder Mitarbeiter. Und ich wäre dann auch nicht mehr allein. Boah.
Du, wir machen Folgendes. Ich bin gerade noch am Ernten. Ja. Wenn ich mit der Ernte fertig bin, dann hauen wir uns irgendwo mal hin. Und dann schnacken wir mal. Alles klar. Gut. Das müssen wir schon ordentlich nochmal durchrechnen, auch was Kapital und alles angeht. Ich meine, ja. Wir hätten dann jetzt theoretisch zum Beispiel zwei Drescher, zwei Tiefenlockerer und lauter solche Geschichten. Also das müssen wir dann mal... Wir haben einen Tiefenlockerer, meiner ist weg. Wieso? Habe ich verkauft, weil meiner kann den nicht ziehen, mein Johnny. Ah, ja, okay. Okay, ja, aber sowas müssen wir da mal, ich weiß nicht, wie deine sonstigen finanziellen Dinge aufgestellt sind, aber das können wir dann alles mal bequatschen. Ja. Ja, weil ich habe auch noch einen Haufen Kredite offen. Ja, ich auch noch über eine Million. Ja, eben, und das muss sich dann auch finanziell ausgehen. Sonst bringt es ja nichts, wenn wir danach beide pleite sind. Nee, weil wir hätten dann auch zwei Felder. Hätten wir auch wieder Geld gespart, beide. Ja, ich habe jetzt gerade noch ein Pachtfeld. Ja. Ja, wie gesagt, also ich dresche mal fertig und dann setzen wir uns zusammen und dann rechnen wir das alles mal durch. Ja, alles klar. Okay. Gut. Ja, bei mir gibt's gerade schlechte Neuigkeiten. Schon wieder. Was ist los? Mein Auto wurde aufgebrochen und kurz geschlossen und beim Händler umgesetzt. Warum? Was weiß der Geier, warum? Was hast du denn da so Wertvolles drin gehabt? Gar nichts, das habe ich ja alles immer am Mann. Nur ich hatte meinen Autoschlüssel mit, wollte den vorhin dann mit dem LKW und dem Tieflader abholen. Hm. Was ist, ich komme da an, Motor läuft, er steht in der Eingangstür zum Verkaufsraum mit Motor laufend. Und ich auf dem Parkplatz, wo ich den abgestellt habe. Oh. Jetzt steht mein Auto halt bei... Jetzt steht mein Auto bei der Polizei für Spurensicherung. Okay. Shit. Okay. Na gut. Gut, ich melde mich dann, sobald ich fertig bin. Alles klar. Gut, bis dann mal. Ciao, ciao. Tschö. Interessant, interessant. Muss ich schon sagen. Ein verlockendes Angebot. Aber, das große Aber. Ich habe auch über 1 Million Euro Schulden. Oder Kredit. Wenn der tatsächlich so viel Kredit offen hat. Volker? Ja. Dein Feld wäre jetzt fertig, ne? Oh, gracias, Signore. Si. So. Costa quanta. Haben sie noch nicht bezahlt, oder was? Ja, wenn du gerade erst fertig bist, wie soll ich ihn dann schon bezahlt haben? Ich dachte, das wäre schon geklärt. Ja, ich tu mal eben kurz ausrechnen. Ich bekomme gleich wieder. Jo. War Costa Quanta nicht italienisch? Weiß nicht. Es ist ein sehr verlockendes Angebot. Ganz schön verlockend. Der größte Vorteil wäre, wir könnten theoretisch zum Nulltarif Schweine produzieren. Für den Metzger. Es hieße, der Metzger wäre ein 100% Gewinngeschäft, weil wir absolut keine Kosten, also keine finanziellen Kosten für irgendwelche Sachen für den Metzger bräuchten.
Wir stellen ja alle Paletten selber her. Frage, wer kriegt er dann ein Gehalt? Also macht man das über einen Gehalt? Oder eine Gewinnbeteiligung? Er hat ja gemeint, ich wäre dann sein Chef. Dann ist natürlich die Frage. Ich meine, wir könnten ein paar Sachen verkaufen. Wahrscheinlich. Aber das müsste man erstmal ausrechnen. Was das noch wert ist, bliblablub. So, ich habe jetzt berechnet, das macht 4.400 Euro. Das sind aber LU-Preise, oder? Ne, das sind, ja, ich... Ach, fragen Sie mich lieber nicht. Ja, ich meine ja nur, LU-Preise als Nicht-LU verlangen wäre ein bisschen dreist. Das sind keine LU-Preise. Okay. Komm, machen wir glatte 4.000, dann sind wir quitt. Habe ich überwiesen. Danke dir. Okay. Jo. Sag mal deinem Chef, der soll mich ja mal anrufen. Okay, das mache ich. Aber flott, wenn's geht. Jo. Nicht mehr so viel Zeit. Danke. Jo. Tschö. Tschö. So, dann würde ich nämlich den Neumann gleich mal bestellen. Auf Dienstag. Damit er vielleicht mal ein paar Fahrzeuge direkt schätzen kann. Und Gerätschaften und weiß was ich was. Weil das Ganze macht, wenn überhaupt, dann nur Sinn, wenn wir Gerätschaften reduzieren, und zwar drastisch. Also wir müssen fast so viel Gerät reduzieren, dass wir, je nachdem, meinen Kredit komplett abzahlen können. 500.000, wenn wir die tilgen könnten, dann wäre schon einiges gewonnen. Ich mache halt einen doofen Wendekreis. Gleich fertig.
Wobei ich gerade auch im Überlegen bin, ob es vielleicht Sinn machen würde, beide Drescher zu behalten. Einfach um schlagkräftig zu sein. Weil dann hast du 18 Meter Arbeitsbreite. Wäre natürlich auch geschickt. Hoffentlich ruft der Kleine an. Das. Wo ist denn dein Chef? Ach, da gibt's ein paar Probleme da. Der ist an ein paar Sachen verwickelt. Aber ich habe ihm Bescheid gesagt, also eigentlich sollte er dich anrufen. Okay. Ja, Ja, gut. sonst kann ich ihm nochmal Bescheid sagen. Kein Problem. Ja, es wäre gut, weil ich hätte eigentlich keine Zeit mehr. Okay. Und danke erstmal. Jo. Also wenn sie ihn erreichen und ihm sagen, die nächsten 2 Minuten wäre noch gut. Ja, ich rufe ihn Geht jetzt einfach sofort um an. eine Terminabsprache. Danke. Jo, Tschüss. tschö. Ja, der ist da in ein paar Sachen verwickelt, ey. Gibt's den Landhandel bald auch nicht mehr? Folge war ohne. Hallo, ist der Norman? Was ist mit dir los? Was ist? Klingst so traurig. Nö. Nur, dass der Lukas Müller ganz viel Scheiße gerade verzapft. Oh, ist natürlich nicht so fein. Ja, die Gemeinde zu betrügen ist halt nicht so das Gute. Was? Ja, der hat die Gemeinde abgezogen. Inwiefern? Er hat der Gemeinde ein schrottes Auto verkauft. Was Totalschaden ist. Okay. Okay, Aber was gibt's? regnet's? Nein. Ich bräuchte dich am Dienstag für ein paar Gutachten von Fahrzeugen. Ein paar Gutachten für Fahrzeuge. Fahrzeuge, Geräte, einfach, dass du einen Wert ermittelst. Ach so, ja. Kannst du dir das für Dienstag einplanen? Für Dienstag? Ja, kann ich machen. Gut.
Ich würde mich dann, ja, nee, gut, dann bis Dienstag. Jo, bis Dienstag. Tschö, danke Ciao. dir. So, liebe Leute, das war's dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.